Bei mir sah es wunderbar hier vorne aus, liegt aber schlicht und ergreifend daran, weil ich hier mit dem Beamer eine relativ kleine Auflösung habe von 1024. Bei jedem, der einen größeren Bildschirm hat, was relativ normal heutzutage ist, sieht es dann so aus, dass dieses Bild sich auf einmal hier wiederholt, weil man eine breitere Auflösung hat. Das ist erstmal in Ordnung. Wir wollen es natürlich nicht, weil das sieht dann schon ziemlich merkwürdig aus, wenn jemand dann hier zweimal das Bild drauf hat oder dreimal, bloß weil er eine anständige Auflösung hat. Und deshalb geben wir natürlich her und sagen, wir wollen hier einen Bereich festlegen, einen weiteren. Und dieser Bereich fängt hier links oben an und der Bereich soll eine Breite bekommen bis hierhin und alles umschließen. Somit können wir einen Bereich machen und können sagen, dieser Bereich ist bitte so und so breit. Natürlich genauso breit wie das Bild. Wir wollen ja nicht nochmal ein Stückchen Bild haben. Wir legen also um unser Bestehendes einen weiteren Bereich drumherum. Mit dem können wir nachher noch weitere schöne Sachen machen. Ich gehe also hier mal zurück in meinem HTML rein. Und zwar schon bevor dieser Bereich Kopf anfängt, mache ich diesen Bereich, der alles umschließt quasi. So, ein weiteres Div. Auch das bekommt ein ID. Das wird sehr, sehr gerne immer in der englischen Literatur Wrapper genannt. Man kann es auch Seitenbereich nennen, je nachdem, was einem lieb ist. Ich nenne es einfach mal Seitenbereich. Im Endeffekt alles, wo unser kompletter Inhalt darstellt. Und da brauche ich natürlich zumindest einen End-Tag. Dieser End-Tag sitzt ganz zum Schluss nach dem Fuß bei mir. Hier. So, ich habe also jetzt ein Div-Element, das alles umschließt. Das Ding heißt Seitenbereich bei mir. Das fängt gleich nach dem Body an und endet eins vor dem Body. Es umschließt mir also alles. Und da kann ich jetzt natürlich die Sachen machen, wo ich möchte. Ich packe das Ganze am Anfang rein. Das Ding sollte einen gleichen Namen haben, deshalb kopiere ich es mir hier raus. Ich gebe dem hier gleich eine Hintergrundfarbe mit, Background Color. Die nenne ich hier mal, was mache ich als Farbe? So, irgend so ein Pink-Verschnitt. Das sieht man gleich deutlich. Wenn ich es jetzt mal speichere und hier angucke, sehe ich, überall blitzt dieses Pink jetzt raus. Hier natürlich nicht, das wird vom Bild überlagert. Hier nicht, da wird es überlagert von der Farbe für die Steuerung. Hier nicht, da wird es überlagert von der Farbe vom Inhalt. Jetzt kann ich, weil ich habe jetzt einen Bereich mir definiert, dem kann ich weitere Sachen mitgeben. Zum Beispiel eine Breite. Und wenn ich jetzt diesem Bereich eine Breite mitgebe von zum Beispiel 1000, dann passt das Bild mir exakt einmal rein, weil das Bild, dieses Hintergrundbild hier oben, hat ja eine Breite von 1000. Vergebe ich jetzt also hier, vergebt hier jetzt eine Breite, sprich Width von 1000 Pixel, speichern, angucken, na, nicht 100 Pixel, 1000 Pixel, speichern, angucken und sehe dann, das Bild kommt mir jetzt nur noch ein einziges Mal und nicht öfters, sondern genau einmal. Hätte ich eine andere Auflösung, würde ich sehen, es kommt mir bloß nur einmal. Ich sehe es aber auch hier, wenn ich die Breite einfach kleiner mache und sage, meine Breite ist 800 Pixel. Schau es mir hier an, sehe ich, ich habe jetzt 800 Pixel. Rechts kommt mir nichts mehr da. Und durch diesen Div-Bereich, der alles umschließt, kann ich jetzt schön mit der Breite operieren, ohne jetzt lang für jedes einzelne Element da aufpassen zu müssen, sondern da umschließt es einfach und gut ist. Ich werde jetzt weiter hier vorne mit dieser 800er Breite arbeiten, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich brauche nachher hier noch den Hintergrund, um das zu zeigen. Mein Bild hier oben wird also ein bisschen anders aussehen wie vorher, ist aber eigentlich egal. Es kommt ja darauf an, nachher auch diesen Hintergrund zu sehen. Wir möchten es nachher auch noch zentriert haben, das Ganze. Das kommt aber relativ spät. So. Jetzt sehe ich noch eins, hier die Steuerung ist breiter, also muss ich meinen Inhalt noch ein bisschen nach rechts rücken. So, mein
Steuerung ist ein bisschen breiter, also der Inhaltsbereich soll später anfangen, sprich der soll anfangen bei 280, wenn ich es mir jetzt mal angucke, der fängt mir hier an und jetzt kann ich überlegen, wie kriege ich jetzt diesen Verlauf hier rein, diese Grafik. Wir haben ja hier eine Grafik, wenn ich es mir angucke, die habe ich noch nicht runtergeladen. Hier ist diese Grafik mit diesem Verlauf. Ich habe hier ein Stückchen blau, gucke es mir an, ein Stückchen blau. Das weiß sehe ich natürlich nicht, hier weiß im Grund auf weißem. Hier sehe ich es ein bisschen besser. Diese Grafik lade ich mir runter. Entweder hier unten rechte Maustaste drauf, Grafik sparen unter. Das Ding heißt Hü, Farbverlauf, Steuerung, BSP. Das lade ich mir runter. Das habe ich jetzt auch in meinem Verzeichnis drin mit den Bildern. Also die einfache Variante, rechte Maustaste auf die Grafik drauf oder auf rechte Maustaste auf den Link und dann speichern unter oder direkt auf den Link draufklicken, dann kriegt man die Grafik am Stück und dann rechte Maustaste drauf, Grafik sparen unter. Wichtig ist, dass die wieder halt in dem mein Bilderverzeichnis drin liegt, wo meine Webseite liegt, so dass ich drauf zugreifen kann. So, und jetzt kann ich mir natürlich Gedanken machen, wo gehört die hin? Wenn ich jetzt drauf reinfalle und sage, die will ich hier in den Hintergrund von der Steuerung. Ist das eine Überlegung? Ich probiere es mal und packe die jetzt ins Hintergrundbild rein in die Steuerung. Sprich, hier habe ich ja diesen Bereich für die Steuerung. Hier kann ich natürlich wunderbar sagen, Background, Image, URL. Und zwar genau im Verzeichnis Bilder. Und da heißt das Ding TUE-Farbverlauf-Steuerung-BSP.jpg. So heißt das Bild. So. Ich speichere das ab. In meinem Bereich Steuerung gibt es jetzt ein Hintergrundbild. Schaue ich es mir hier an, sehe ich, es scheint ja schon zu tun, aber irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass es ganz runter geht. Oder wenigstens mal so breit ist wie die Steuerung. Das breit würde ja vielleicht noch gehen, wenn ich hier an der Breite drehe und sage, naja, scheint nicht 180 zu sein, scheint irgendwas mit 240 zu sein, mache es breiter. Jetzt ist schon ein bisschen breiter. Aber alles das hilft mir nichts weiter, weil die Grafik wird nicht bis ganz runter gehen. Ist natürlich doof, weil ich erwarte, dass diese Grafik bis nach ganz unten geht. Und da gibt es diese Technik von den, ja, wie man allgemein sowas da reinbügelt. Weil er reagiert gerade schon richtig. Er zeigt die Hintergrundgrafik genau in dem Bereich an, in der Menge, wie das Element benötigt. Und hier meine Steuerung benötigt halt bloß diesen Platz hier. Das braucht nicht bis ganz zum Fuß runter. Und da kann ich auch nichts mitgeben mit High 100% oder sonst irgendwas. Das funktioniert in CSS nicht. Und deshalb gibt es da einen Trick, dass man sowas einfach in den Hintergrund reinlegt. Und was haben wir als Hintergrund bisher? Wir hatten einen Hintergrund von der ganzen Seite, da kommen wir schlecht gerade hin. Aber wir haben jetzt durch das, dass wir die Breite festgelegt haben, von hier bis hier, ein Element mit Hintergrund, wo wir es reinlegen können. Wo gerade lustig die Farbe hier nutzt. Da können wir aber auch ein Bild reinlegen. Sprich, ich schnapp mir hier mein Background-Image und das kommt jetzt nicht in den Bereich Steuerung rein, sondern in den Seitenbereich. Schwupps, da kommt es rein. Wenn ich es jetzt mal abspeichere und mir hier angucke, dann sehe ich, dass jetzt auf einmal dieser Verlauf bis runter geht, weil er nutzt einfach ja den kompletten Block, die komplette Seite. Ich sehe auch hier bei dem Orange, mein Element der Steuerung steckt eigentlich da drin. Wenn ich nachher das Orange rausnehme, dann sieht da keiner mehr, dass eigentlich dieser Hintergrundverlauf wo ganz anders angeordnet ist. Das ist einfach das Aufeinanderschichten im Endeffekt. So, das soweit einfach mal angleichen, dass es passt. Wichtig ist einfach, dieser Seitenbereich, da kommt diese Hintergrundgrafik rein.